Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator 22 hier bei mir auf dem Kanal. So, und ich hänge hier jetzt ein bisschen mit dem Ernter hier fest. Also ihr seht schon, ich habe ja ein bisschen was gearbeitet in der Zwischenzeit und hier einiges abgeholzt. Vor allen Dingen unser, ich sag schon mal, fast hier Totholz. So, ich komme jetzt auch langsam ein bisschen rein. Man fährt also hier ran. So, lass mich noch kurz gucken. So, dann hier runter. Und dann sollte das jetzt irgendwann mal grün werden. Und das tut es jetzt nicht. Warum wird es jetzt nicht grün? Mann, 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 Mann. Der berühmte Fofia-Effekt. Warte, stopp, 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 stopp. Halt. So, okay. Warte mal. Ein bisschen ran. So. Probieren wir es nochmal, weil das ist doch alles, haben wir doch schon alles so schön abgeholzt hier. So, da müsste doch jetzt, ah, da ist ja der grüne Kreis. So, dann fahren wir hier ran. Da muss ich nämlich den Knopf gedrückt halten, bis er sagt Segen. Dann einmal kurz das X drücken und dann holen wir uns den Stamm runter. Also langsam wird es, langsam kommt man da rein. Ihr seht auch hier überall diese kleinen Neuanpflanzungen. Da ich ja diese Maschine hier nur gemietet habe, habe ich natürlich das ein bisschen eilig. Ein bisschen eilig, vor allen Dingen mit dieser Maschine erstmal hier zu arbeiten. Deswegen werde ich die Stumpen erst später wegmachen. So, das heißt natürlich dann für uns, wir müssen ein bisschen aufpassen mit den Stumpen, dass wir da nicht drüber fahren. Ist nämlich immer ein bisschen heikel. Und das zeige ich euch jetzt mal gleich. Ich habe auch auf der rechten Seite versucht, schon alles wegzumachen, aber das klappt nicht bei allen Bäumen. Denn wir haben nämlich genau dieses Thema. Wir schauen da nochmal kurz rein. Und zwar zu den Maschinen, die wir uns gemietet haben. Und da haben wir sie ja. Und die hat nämlich, da seht ihr es, wo steht's, so ein 71 cm und das war schon relativ viel, wenn ich weiß. Lass mich nochmal kurz schauen, bei den anderen Maschinen, Forstwirtschaft, da oben haben sie doch, 71, so, die hatte 71, die hat 64, voll Ernter und der hier, der hatte 80 Zentimeter, okay, den Rotten, mit dem müssen wir uns merken. Wie sieht es denn mit den anderen aus? Der hier hatte nämlich 65, 70 und dann kam der hier, der hat 120, also der kann im Prinzip alles fällen. So, und die hier, wenn man natürlich dann die Kombination nimmt, 55, das ist auch nicht viel. Okay, worauf will ich eigentlich hinaus? Ja, da drüben haben wir Bäume, die kriegen wir nicht gefällt, weil dann zeigt er nämlich einen schönen roten Ring an. Ich zeig's euch. Die sind die Stämme einfach zu dick, die gehen mit dem hier überhaupt nicht. So, wir fahren mal hier ran. Okay. So, jetzt seht ihr nämlich, dass der Ring hier rosa ist und das heißt nämlich, dass der Stamm zu dick ist. Den können wir nicht fällen. Und das heißt, die Bäumchen hier, die muss ich auf jeden Fall dann von Hand nachbearbeiten. Die müssen wir im Moment von Hand fällen oder uns halt eben eine andere Maschine dann später besorgen. Okay, aber ansonsten flutscht es jetzt hier ein bisschen. Da kommen wir vorwärts. Ich mache jetzt noch hier das Totholz weg und dann werden wir in die andere Richtung weiterarbeiten. Und dann bin ich echt fast so ein bisschen am Überlegen, ob wir hier einfach wild weiterpflanzen oder, aber ich kann mir, ich weiß es nicht. Also wir müssten natürlich das hier zum Feld machen und das heißt, wir müssten hier im Prinzip Felder anlegen. Dann könnten wir hier natürlich mit dem Helfer arbeiten und dann könnte der hier natürlich entsprechend, ja, hier anpflanzen. Also im Moment müssen wir es von Hand machen, aber ich glaube, das ist auch okay. Warte mal, stopp. Hier so, bisschen hoch und ein bisschen ran. Ja, ist ein bisschen diffizil, würde ich sagen, die Steuerung. Aber wie gesagt, man friemelt sich da langsam rein und ist auch schon ein bisschen her, dass ich Forstwirtschaft gemacht habe. Deswegen war es mir doch auch ein bisschen wichtig, dass wir das Ganze jetzt mal hier in dieser Staffel machen. Hier passt es sehr, sehr gut rein. In unser anderes Projekt natürlich XXL Farm hier mit den großen, großen Feldern. Da ist es eigentlich nicht so ja, prädestiniert. Natürlich könnten wir da auch sagen, wir nehmen ein Feld und pflanzen da einige Bäume richtig schön in Reihe. Das wäre natürlich auch mal eine Option, wäre mal zu überlegen, weil ich muss ehrlich sagen, hier mit diesem Mod hier, mit dieser Produktion, wo wir Hackschnitzel machen, ja, da bin ich also sehr, sehr optimistisch, dass das gut funktioniert. So, beim Platinum-Pack, da war ja meines Wissens, so, jetzt muss ich erstmal hier die Kabine. Das übrigens finde ich auch richtig geil, wenn der da hier hochfährt und die Kabine sich dann so neigt. Im Platinum-Pack, da ist auch, glaube ich, so eine Sache dabei, mit, da seht ihr es jetzt, wie sich die Kabine neigt. Also richtig geil. So, Augenblick mal, das müssen wir wieder hoch.
So. Na? Das ist doch echt Technik vom Feinsten. So, dritter Anlauf wegen den Containern. Ja, da gibt es ja Container und da kann man dann diese Holzstämme in die Container praktisch abladen. Ich weiß nicht, 8 Meter oder so. Und dann kann man eben den ganzen Container wegbringen. Weil ich tue mich halt immer ein bisschen schwer hier bei der Forstwirtschaft, wenn man halt eben das Zeug irgendwie dann hoch aufladen muss. Und diese Stämme hier alle zu packen und so weiter und irgendwie auf einen LKW, auf so einen Rugenwagen oder wie man sowas nennt, dann eben drauf zu packen. Boah, das ist immer so ein bisschen gefrett und da wünsche ich mir dann, um ehrlich zu sein, wirklich einen Autoloader. Da bin ich mal ganz, ganz frech. Und ich weiß nicht, wenn ihr einen wisst, hier einen Autoloader, ja, dann sagt mir doch mal bitte Bescheid. Ich bin mir nämlich nicht sicher. Ich habe jetzt keinen im Hinterkopf, also für die PS5 eben im Mod-Hub wüsste ich jetzt nicht, dass es da einen Autoloader gibt, außer eben diese Geschichte mit den Containern. Aber das wäre eben auch mal was, was wir mal bei Gelegenheit probieren könnten. Jetzt will ich aber erstmal hier noch ein bisschen Hackschnitzel machen. Augenblick mal, wir könnten mal... Das sieht doch jetzt richtig cool aus hier. Lass mich mal davon ein... Tada! Machen. So, und schön mit Hintergrund. Zack, sehr schön. Dann packen wir das mal weg. So, das Material ist zu weit weg. Das müssen wir dann später rüberschieben. 60.000 Holz. Dann schmeißen wir das doch mal an. So, 14:42 Uhr. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Na, ich meine, das Ding fährt jetzt den Berg hoch und wir bleiben schön waagrecht. Ist doch geil. Achso, stopp mal. Augenblick. Haben wir jetzt alles Totholz weg? Ja, ja, gell? Diese Zauberwaldbüsche, die haben wir jetzt alle weg. Dann schauen wir mal. Dann machen wir jetzt hier weiter mit den anderen Bäumchen. Ich meine, das Gebiet ist ja schon groß, ne? Ich habe den Verdacht, dass wir den auch nicht... Oder wie sieht's aus? Der wird rot, okay. Den können wir nicht fällen. Mit dem wunderschönen Komatsu. Muss jetzt langsam auch hier den Namen lernen. So, der müsste doch... Der wird wieder, genau, gelb. Oder grün. So. Einmal sägen und das Ding kommt uns entgegen. Ja, also mit dem Vollernter ist das natürlich eine ganz andere Hausnummer. Huch. Huch. Hoch. Und ein bisschen ran. Sehr schön. Das ist eine ganz andere Geschichte, Hausnummer. Und geht natürlich viel, viel flotter. Also wenn wir das hier mit der Kettensäge machen und alles von Hand. So. Ja, vor allem kriegen wir das ja wunderbar halt auch geschnitten mit dem Vollernter. Aber ich bin trotzdem geneigt, auf jeden Fall in dem Projekt hier, in der wunderschönen Alpenmap mit Neumedibrunn, hier auf jeden Fall im Alpenprojekt auf jeden Fall mal andere Gerätschaften auch auszuprobieren. Und ich würde auch fast sagen, das bietet sich an, diese eben zu mieten, weil man kann ja doch echt zügigst hier die Bäume abholzen. Und muss eigentlich hier kein Vollernter das ganze Jahr hier, ja, im Fuhrpark halten. So, mal schauen. Hat er's? Ja, er hat's. Weil wir ja auch ein bisschen das Thema haben, dass natürlich wir hier nicht kontinuierlich abernten bzw. fällen können. Also wir müssen noch mal, bin ja sowieso mal gespannt, wie lange das dauert, bis dann hier die Bäumchen, ja, erntereif sind. Kann man hier, glaube ich, auch so sagen. So, jetzt können wir hier ein bisschen die Stämme ranbringen dadurch. Ups. Oh ja, okay. Ich verstehe. So, ein bisschen höher. Na. So, jetzt, nee, höher. Ja. Und dann bietet sich sowieso an, diese Großmaschinen eigentlich wirklich nur zu mieten, denn... Ich glaube 20.000 und wenn wir jetzt noch eine Stunde hier... Oh, ist die Stunde gerade rum, weil er auf 43 runter ist. Achtung, 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 wir schauen mal. Und zwar bei den Finanzen. Da müsste doch jetzt hier bei Mietkosten... Bam, 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 bam. Kosten, Kosten, verkauftes... Nee, stopp. Kosten, Kosten. Heidenei, wo sind denn jetzt die Mietkosten? Hier doch, oder? Mietkosten Fahrzeuge, 31.000. Ah ja, okay. Also 14:44 Uhr.
Ja, ich habe immer gedacht, das wäre zur vollen Stunde, aber der rechnet es tatsächlich von dem Moment, wo wir das Fahrzeug angemietet haben. Also müssen wir ein bisschen uns aufschreiben. 44, kurz davor sollten wir das Fahrzeug dann wieder abgeben. So, was ist? Zack, müssen wir ein bisschen ran. So, jetzt. Jetzt wird es wieder grün. Wir fahren ran und wir fällen. So, sehr schön. Ja, also wie gesagt, 15.44 Uhr spätestens sollten wir dann 40 rum. Sollten wir also auf jeden Fall unsere Gerätschaften wieder zurückgeben. Sonst haben wir gleich nochmal 10.000. So, aber alles im All muss man sagen, das lohnt sich. Weil, wie gesagt, 10.000 Liter Baum bringen 30.000 Liter Hackschnitzel. Und das können wir zum optimalen Preis fast für dann 10.000 Euro, also 30.000 können wir für 30.000 verkaufen. Also das lohnt sich dann schon. So, schauen wir mal ganz kurz. Die Produktion läuft, okay, dann hauen wir noch ein bisschen was nach. So, wir haben jetzt schon 303, okay. Eine dufte Sache. So, lass mich mal ganz kurz in die Map schauen. Hier hoch. Okay, wir sind hier und wir sind ungefähr hier. Ah, da haben wir ja hier alles noch abzuholzen, bis hier runter. Oder? Das ist ja alles unsers. Jo, das ist ja alles unsers und sogar hier noch gegenüber vom Waldweg. Das können wir hier alles abholzen. Oje, oje, oje. Boah, und jetzt sind wir schon mit dem Teil. Also ich sage mal, mit einem Viertel des Waldes sind wir schon bei über. Ja, ich würde sagen, das wird am Schluss, wenn das alles verarbeitet ist, 400.000, 450.000. Also das lohnt sich extrem. So, kurz die Räuspertaste betätigt. Dann holen wir uns den hier noch, weil das so schön am Straßenrand steht. Sehr gut. Also diese neue Funktion hier, die gab es ja vorher noch nicht. Dass er hier selbstständig ranfährt, das ist natürlich richtig cool. So, wieder hoch und ein bisschen ran. Sehr gut. Das ist natürlich auf jeden Fall hilfreich. So, da haben wir natürlich jetzt einen Stumpen, wo wir drüber fahren. Das heißt, da müssen wir auf jeden Fall mal kurz Hand anlegen. Oh, da drüben rennt wieder Bambi. Okay. Stopp da lang. Und ein bisschen so. Und dann hier rüber. Und zieht er vielleicht die Bäume wegen noch ran hier, die rumliegen. Sehr schön. Okay, dann werden wir mal ganz kurz malen. So, Waldboden, Waldboden. Waldboden. Okay. Ja, kostet fast gar nichts. So, hier sind wir ein wenig vorsichtig. Weil sonst haben wir ruckzuck wieder die Felsen hier oben gemalt, aus Versehen. So, hier oben geht es gar nicht weiter. Da müssen wir eigentlich auch mal schauen, ob die Bäumchen auch dazu gehören. So, dann schauen wir mal hier. Okay. Ja. Und da haben wir einen Baum und die Bäume müssten eigentlich auch dazu gehören. Also da müssen wir mal schauen, wie viel wir hier wirklich dann abholzen. Aber die Bäume kommen auf jeden Fall alle weg. So. 42. Ja, den machen wir auch weg. Damit wir es dann sehen. Und den hier weiß ich jetzt gar nicht. Warum haben wir den nicht gefällt? Konnten wir nicht. Okay. So, weil es geht nicht anders, denn sonst haben wir echt hier keinen Überblick. Denn wenn hier natürlich überall die Büsche und das Gras alles ist, das sieht zwar wunderschön aus, aber es hilft uns nicht beim Arbeiten. Denn im Endeffekt wird das nun mal landwirtschaftliche Fläche bzw. Nutzfläche. Und dann müssen wir das alles ein bisschen so hinkriegen, dass wir es auch ordentlich bearbeiten können. Und wenn wir natürlich immer wild hier durch die Gegend fahren und die Stumpen nicht sehen, das ist natürlich auch nicht die im Sinne des Erfinders sozusagen. Okay,
Gut, ihr wisst ja, die Zeit läuft. Das Gerät da unten kostet uns Geld. So, jetzt. Dann ziehen wir die von unten raus. Ja, aber wie gesagt, ich bin ein bisschen am Überlegen, wenn wir das Ganze pflügen würden oder halt bearbeiten würden, dann könnten wir hier wirklich auch ordentlich so sägen. Anpflanzen. Naja, glätten oder so machen wir auf keinen Fall, wenn wir hier Landscaping machen. Also das wird uns einen Haufen Geld kosten. Das machen wir auf gar keinen Fall. Wäre natürlich hilfreicher, könnten wir das ein bisschen abflachen. Weil der quält sich hier schon ganz schön hoch. So. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie das eigentlich mit diesen anderen Baumsorten aussieht, wie jetzt Ahorn und so weiter, die jetzt auch mit dem Expansion bzw. mit dem Platinum-Pack dazu kamen. Oder mit der Platinum Edition. Also wenn ihr da Ahnung habt oder wenn ihr eine Empfehlung habt, welche Bäume ich hier pflanzen kann, also welche den größten Ertrag bringen, das würde mich schon interessieren. Ob ihr da Tipps habt, dann schreibt es mir doch bitte in die Kommentare. Ich habe jetzt also, wie gesagt, den Satz Fichten. Lass mich mal kurz gucken. Das ist eine Fichte, oder? Ja, Fichte 35,8. Also die wird sehr, sehr hoch, aber ich bin mir halt nicht sicher. Aber das sind alles hier Fichten. Die meisten zumindest. Welche konnte ich denn nicht fällen? Was war denn das hier? War das auch eine Fichte? Ja, das ist schon interessant. Also wie gesagt, es waren da ein paar dabei, die konnte ich gar nicht fällen, weil die einfach zu dick sind. So, das meiste ist hier Fichte. Das ist was anderes. Das ist Kiefer. Alles klar. Also, wenn ihr mir dann mal reinschreiben könntet in die Kommentare, welche Bäume hier eigentlich den größten Ertrag bringen. Also ich habe jetzt im Moment Fichten eingekauft und zwar eben diese Palette mit. Ja, das seht ihr es auch wieder. Da ist der Ring rot. Den werden wir nicht fällen können. 240 Stück. Ja, aber trotzdem würde es mich mal interessieren. Unabhängig mal davon können wir ja ohne Probleme dann noch ein Päckchen kaufen mit anderen Bäumen. Also dann können wir hier ein bisschen mischen. Das wäre auf jeden Fall interessant. So. Es wäre auf jeden Fall interessant. Natürlich könnte man auch so ein kleines Projekt draus machen und, was machst du denn? So, hoch. Und dann einfach mal sagen, okay, wir pflanzen 20 von denen, 20 von denen, 20 von denen und könnte dann auch mal gucken, wie da der Ertrag ist. Aber wir sind ja jetzt hier nicht zu sehr zum Experimentieren, sondern wir wollen ja auch wirklich Geld verdienen. Wir wollen ja ein bisschen auf dieser Map auch vorwärts kommen. Und wie gesagt, wenn ihr da eine Idee habt oder wenn ihr da ein paar Tipps habt, dann schreibt es mir doch in die Kommentare, würde mich echt interessieren. Oder zumindest halt, wenn ihr da eine Idee, also eine Richtung würde mir ja auch schon helfen. Denn mit diesen neuen Bäumchen und so weiter, da weiß ich nicht, wie die da vom Ertrag her sind. Gut, dann fahren wir mal ganz oben und schauen wir mal, ob wir aus ganz oben noch einen rausziehen können. Augenblick, das machen wir wieder hoch, sonst bleibt er wieder hängen. Und ihr seht es also, wie gesagt, der quält sich hier hoch. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel PS er hat. So viel sind es, glaube ich, nicht. 260, 270. Aber der Raupenantrieb hilft ihm natürlich schon, hier ein bisschen vorwärts zu kommen. Jetzt bin ich gerade mal überlegen, war der Baum schon... Augenblick, da müssen wir jetzt wieder runter. So, ich glaube, der war auch schon wieder zu dick, oder? Ja, der war zu dick. Der kommt leider nicht in den Häcksler. So, der kommt in den Häcksler. Ups, Augenblick. So, und jetzt. Sehr schön. Und dann ziehen wir uns den hier aus dem Wald. Ja, wenn das Ganze hier mal richtig am Laufen ist. Wie gesagt, wir haben ja auch noch jede Menge Platz hier auf dieser Fläche. Also entweder könnten wir da dann auch noch ein paar Bäume pflanzen. Oder wir machen da ein Sägewerk oder irgendwas hin. Weil, wie gesagt, alles, was wir hier direkt verarbeiten könnten, müssen wir eben dann nicht durch die Gegend schleppen.
Und da muss ich mal gucken, ob es da einen interessanten Mod gibt, ein Sägewerk oder so, was sich da wirklich anbietet. Auch da gerne Tipps. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mir da auch was in die Kommentare schreibt, was wir da pflanzen könnten. Also vom Platz her. Wie gesagt, hier diese Produktion war jetzt nicht so teuer. Im Zweifel würden wir die nochmal umsetzen. Ja. Und dann können wir vielleicht da noch was anderes hinpflanzen. Und dann nehme ich die Baumstämme hier direkt verarbeiten mit einer eigenen Produktion. Sodele. Okay. Also, ich werde hier, wie gesagt, bis 15.40 Uhr rum werde ich hier noch weiter Bäumchen ernten. So, dann müssen wir wieder hoch. Und hier richtig Kohle machen. Beziehungsweise jetzt erstmal richtig Hackschnitzel machen. Und wenn ihr ein paar Tipps habt, dann schreibt es mir in die Kommentare. Ich bedanke mich jedenfalls recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Und würde mich freuen, wenn ihr demnächst wieder einschaltet hier bei mir auf dem Kanal. So, der passt. Jo, hier bei unserem wunderschönen Projekt, die Alpenmap mit Neu-Mini-Brunn, wo wir jetzt mittlerweile auch hier in der Forstwirtschaft angekommen sind. Also, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ich sage wie immer an dieser Stelle, tschüss, ciao, cheerio, bye, bye.